Was zum Teufel haben da meine Augen auf der Sony 3 Pressekonferenz gesehen? Resident Evil 7? Aber es sieht komplett anders aus, also ich bin auf jeden Fall sehr begeistert davon. Und deswegen schauen wir uns heute die Demo zu Resident Evil 7 an. Beginning Hour. Die beginnende Stunde. Welcome Home steht da an der Wand und es sieht ziemlich heruntergekommen aus. Und jetzt kommt das Intro. Found within same house as seen in footage. Ah, es geht weiter. Sein, oder? Ja. Okay, wir sind auf jeden Fall zusammen und sie sind gefangen genommen worden. Halt jetzt still. Oh. Dieses Spiel befindet sich noch in der Entwicklung. Einige Features funktionieren möglicherweise nicht und den Rest müsst ihr lesen. Schneller lesen. Habt ihr Pech gehabt, wenn ihr nicht Flash seid, ne? Die Resident Evil Engine, okay. Wow, ich bin gespannt, in welche Richtung sich das Ganze hier entwickelt. Ich war echt fasziniert davon, dass das Ganze jetzt irgendwie in der Ego-Perspektive gespielt wird. Und, ja, deswegen legen wir jetzt los. Anzeigesprache Deutsch, Untertitel 1. Ja, komm mit, was hat die Demo zu bieten? Taste drücken. Ich habe schon eine Taste gedrückt. Okay, ich habe noch eine gedrückt. Oh, geht's schon los oder was? Resident Evil 7 Teaser Beginning Hour. Oh, ich kann schon die Map. Ich kann das schon alles bewegen. Das ist echt das Spiel. Entkommen Sie aus dem Haus. Wow, ich mach mal ganz kurz das Spiel ein bisschen leiser bei mir. Lauter. So, weil es ziemlich leise ist. Alles klar, da sind wir nun. Mit dem linken Stick können wir gehen. Das ist richtig. Wow, ey, ich bin gerade, das ist doch nicht Resident Evil. Wollten die etwa, weißt du, die dachten sich, oh, Silent Hill PT wird nicht entwickelt. Und das kam sehr gut an, dass man in der Ego-Perspektive sich alles erforschen kann und alles Mögliche. Das übernehmen wir jetzt einfach mal, ne? Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Okay, tu dir keinen Zwang an, ne? Wenn das so dein Ding ist. Wenn du dafür programmiert wurdest. Irgendwie will ich da runter. Wie duckt man sich eigentlich? Hup, was habe ich da geöffnet? Das ist ein Menü und... Heilige Scheiße. Wartet mal, irgendwie sieht das hier voll auffällig aus. Das könnte ich irgendwie so einen Geheimgang finden, weil die Tür wird hundertprozentig nicht aufgehen. So, okay. Können wir hier etwas aufheben? Nein. Und da hinten am Fernseher, kommt da gleich etwas? Sie haben keine Videokassette. Okay. Das heißt also, wenn wir eine Videokassette finden, müssen wir direkt zurück und sie dann einschieben. Und hier fehlt eine Sicherung. Es fehlt eine Sicherung. Das ist das, was ich gesagt habe. Stairs. Ach, das beleuchtet dann natürlich die Treppen, ne? Nicht wahr? Das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir so eine Fuse hätten. Oh, das sieht so gut aus. Tür öffnen, okay. Sie geht erstmal ganz leicht auf, oder was? So, dass du erstmal reinglupschen kannst. Ich habe das gehört. Wir sind auf jeden Fall nicht alleine. Wir gehen erstmal hier hin. Okay, die ist verschlossen. Zum Glück, Mann. Zum Glück. Die Frage ist nur, wie lange bleibt sie verschlossen? Ich glaube nicht mehr lange. Oh. Das bewegt sich alles so smooth, weißt du? Das kommt mir vor, als würde ich eine Cutscene spielen. Okay, hier ist nichts zu finden. Und hier drüben auch. Oh, was hängt denn hier oben? Das sind irgendwelche komischen Voodoo-Puppen. Ich habe schon gelesen, dass einige gesagt haben, hey, Geister und sowas. Gibt es hier keine Zombies mehr, sondern Geister? Als ob, man. Wir haben kein Spiegelbild. Hallo? Hier sind auf jeden Fall die Treppen. Und hier ist eine Küche.
Na gut, gehen wir erstmal in die Küche. Erstmal schauen wir uns unten alles an. Vielleicht finden wir hier auch noch etwas Interessantes. Vielleicht etwas, womit wir uns verteidigen können. Wie zum Beispiel eine Bratpfanne oder so. Müllsäcke, ne? Okay. Die Idee hatte ich auch schon. Den Müll verbrennen, da muss nicht mehr runtergehen. Aber ging nicht gut aus. Großer Brand. Lange Story. Vergessen wir einfach mal. Oh mein Gott. Mach zu, die Scheiße. Oh, okay. Oh, ich rieche das. Oh Gott, ich rieche das gerade sehr gut, weil ich habe vorhin Müll rausgebracht und irgendetwas darin hat sich ist so schnell verschimmelt, dass es voll eklig gestunken hat. Und jetzt habe ich diesen Geruch in der Nase und wenn ich das hier sehe, rieche ich das auch. Oh Gott. Kann ich hier noch was? Oh. Mensch. Jetzt tröpfelt es nichts mehr. Sehr gut. Hat mich schon wahnsinnig gemacht. Oh mein Gott. Ich habe da hundertprozentig etwas gehört. Das ist mit deiner Kette verschlossen. Okay. Ich habe auch etwas gelesen darüber, dass es hier mehrere Endings geben soll. Gott, ich werde wahrscheinlich das beschissenste Ending überhaupt finden. Wo ich einfach gleich sterbe. Ach du Scheiße. Was sind das? Sind das Überreste von Pferden und Kühen? Moment mal. Holzschneider. Ja, perfekt. Meine Güte, was ist das? Scheiße, Mann, da kam plötzlich so eine kleine Puppe von der Decke geflogen. Sie brauchen einen Schlüssel, um zu entkommen. Naja, eigentlich habe ich das hier, ne? Möchte ich nur mal ganz kurz sagen. Kann ich das jetzt irgendwie da drauflegen? Mülleimer und was ist das? Objekt untersuchen, bewegen. Ah, jetzt habe ich das. Ah, verstehe. Jetzt kann ich das hier auswählen. Genau. Ich könnte damit eigentlich die Tür aufschlagen, aber hey, ne? Aber hey. Das Gemälde kann ich nicht bewegen, es sah so aus. Yep, das benutzen wir. Oh Gott, will ich die Tür überhaupt öffnen? Verfallenes Haus, eine Videokassette. Interessant. Müssen wir auch noch hin. Ich wollte einfach mal ganz kurz die Geräuschkulisse wirken lassen. Nein, 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 das Licht ist aus. Das Licht ist aus, verdammte Scheiße. Da kann ich doch jetzt nicht reingehen, Mann. Habt ihr diese Geräusche gehört? Das war ein dämliches Zombie-Vieh. Oh Gott. Packen wir mal die Kassette rein, nicht wahr? Play. Erfahren wir jetzt mehr darüber? Derelict House, June 1, Dulwe Haunted House. Haunted House, Geister und so ein Schlüssel. Okay, es geht tatsächlich also um Geister. Oh. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Das hier ist der Typ von Anfang an, ne? Die dann gefangen wurden. Not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Oh Mann, wenn du wüsstest, Mann, was mit dir gleich passiert, wenn du wüsstest. Ich frage mich, ob dieser Typ auch der andere war, der auf dem Sitz war. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir werden uns bald verabschieden müssen von dem Typen hier. Aber hey, ich bin doch nur ein dämlicher Kamerafuzzi. Are we rolling? Alright, let's go. Ja. Let's go, die Kamera läuft. Action, baby.
Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Perfekt. Oh, Moment mal, wo ist der hin? Andre! Frag mal, wo ist Andre? Andre! Der war doch auch gerade hier. Clancy, you see where Andre went? Nein, der war gerade noch hier, Mann. Jetzt ist er verschwunden, ich weiß echt nicht, wo der ist. Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Es ist so gruselig. Kann ich mich an deinen Arm festhalten? Vielleicht, das wäre ganz nett. What the fuck was that? Did you hear that? Ja, das kam aus der Küche. Ich geh mal ganz kurz nachschauen, ja? Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Ich sag's euch, ne? Da hinterm Kamin. Ich sag's euch, Mann, das ist hinter diesem Kamin. Hab ich recht? Ich hab sowas von recht gehabt, Mann. What the hell? You gotta be fucking kidding me. Was denn? Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Okay, alles klar, Mann. Alles klar. Ja, drei Hocken, das weiß ich doch schon, Spiel. Hm, eine Nahaufnahme von diesem Booty. Arschfresshose. Oh, meine Nase juckt. Jetzt bloß nicht niesen. Jetzt bloß nicht niesen. You first. Ich zuerst? Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Ich tu's ja schon, ich tu's ja schon. Oh Gott. Moment mal, wo halte ich die Kamera fest? What is it? Wahrscheinlich auf den Kopf geschnallt. Okay, okay, eine GoPro. Er ist hier unten. Andre, was ist los mit dir, Mann? Andre? Hey! Kumpel! Ich will hier nicht mehr im Haus sein! Ich will hier nicht mehr im Haus sein! Oh, das ist eine Notiz. Ich werde dich an den Steinen zerschmettern. Ich werde... Oh, 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 der hat jetzt aus... Ich werde euch in You gemacht. Ich war noch gar nicht oben, aber anscheinend muss ich da noch gar nicht hin. Yeah.
Es ist nicht dein Ernst, Mann. Ich bin da schon einmal runtergegangen. Zwing mich nicht noch einmal runterzugehen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob mein Herz bereit ist dafür. Hintertürschlüssel. Man kann da nicht mehr runter, die Leiter ist weg. Ich habe den Hintertürschlüssel. Scheiße, aber da gibt es noch verschiedene Endings. Okay, dann versuche ich jetzt mal ganz schnell dorthin zu gehen. Zur Hintertür, das war glaube ich die rote Tür da, wo die Puppe runtergefallen ist. Wieso gehen Türen automatisch zu? Das gefällt mir auch. Was ist da oben, Mann? Was ist da oben? Ich geh jetzt mal zur Hintertür. Ich geh zuallererst zur Hintertür. Wir müssen raus hier, Mann. Wir dürfen nicht neugierig sein. Wir kennen das alle. Wir schreien jedes Mal jemanden an im Horrorspiel, wenn jemand irgendwie... Oder Film, wenn jemand zurückgeht. Scheiße. Oh. Nein, wir schreien immer die Kinoleinwand an. Geh raus jetzt. Geh raus jetzt. Und das tue ich jetzt. Ich gehe raus. Ich bin mutig und gehe jetzt raus hier. Und nicht neugierig. Komm schon. Yes. Yes. Welcome to the family, son. Still. We gotta get the hell out of here. Come on. Die Familie erwartet Sie Frühjahr 2007. Öffnen Sie die Tür zum Resident Evil Botschafterprogramm. Öffnen Sie die Tür zum Resident Evil Botschafterprogramm? Oh, Scheiße. Leute, soll ich das Ganze mal nochmal versuchen und vielleicht ein anderes Ending suchen? Habt ihr Bock drauf? Ich hab Bock drauf, das Ganze nochmal zu spielen. Und nochmal und nochmal und nochmal. Wir werden jetzt bis Frühjahr 2017 dieses Spielchen hier durchzocken. Wow, ich will das haben, auch wenn es mich null an Resident Evil erinnert, also so gut wie gar nicht, das ist ein komplett anderes Spiel. ich will es haben. Ey, wow, das ist echt was Interessantes, was sie sich da getraut haben. Das hätte ich nicht erwartet, Mann. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung und einen Kommentar da und wir sehen uns dann demnächst wieder in Resident Evil 7. Wow!